Hallo liebe Filmfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir ein neues Steelbook besorgt und das ist, wie ihr sie schon sehen könnt, Joker, das Amazon-exklusive Steelbook, was mir gab es auf Amazon für 30 Euro. Und ich, jetzt haltet euch fest, ich habe es auch bekommen für 30 Euro auf eBay. Habe ich ersteigert vor einer Woche, nee, vor ein paar Tagen war das. Ja. Und jetzt hat es mir, jetzt ist es angekommen und das sieht total geil aus. Jetzt ist noch gerade noch in so einer Schutzfolie drin, in so einer Steelbook-Schutzfolie. Das hole ich gleich mal raus. Dann gucken wir uns das Steelbook mal genauer an. Und, oh, ist das geil, Alter. Guckt euch das mal an, wie geil das glänzt. Hat einen Glanzeffekt. Das ist hochglänzend, voll durch. Voll hochglänzend. Also komplett, komplett. Genauso wie die Rückseite. Und mein Steelbook ist makellos. Also keine Fehler, keine Kratzer, nichts. Das hat wirklich nichts. Wenn man sich das mal genau anguckt, hier ist nichts dran. Hier ist nichts zu sehen. Weil ich habe schon gehört von vielen anderen, dass sie beschädigte Steelbooks erhalten haben. Da ist hier irgendwie eine Delle drinne oder ein Kratzer drinne oder irgendwie sowas, weil Amazon das nicht ordentlich verschickt hat. Nur in so eine komischen Papp-Umschläge, also so eine Pappe. Aber das ist richtig geil hier. Ohne Beschädigung. Und das ist die Rückseite. Die sieht auch richtig geil aus, wie Joker da auf der Treppe steht. Und hier unten die Credits oder wie das heißt. Also die, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier sehen wir den Joker vorne drauf, in so eine Pose von der Seite. Hier, wo er schön geschminkt ist und so. Aber da gefällt mir richtig gut, das Steelbook. Und hier ist es von innen drinne. Hier ist immer die Banderole, die hat er so reingelegt. In das Steelbook. So reingefaltet, ne? Weil ich nicht so schön finde. Jetzt ist die so geknickt hier drinne. Naja, Aber hier können wir es mal durchlesen. Gewinner Golden Globe, bester Film. Und da war auch bei den Oscars, hat er auch beste. Ich glaube, der beste Hauptdarsteller war Joaquin Phoenix für den Film. Jo, geil, ne? Der ist ab 16. Und hier könnt ihr mal durchlesen, um was es in dem Film geht, wer ihn noch nicht kennt. Also könnt ihr pausieren. Hier sind Making-ofs hier mit drauf. Und alternative Aufnahmen, Kostüms und mehr. Jo, geil, ne? So, dann haben wir hier die Blu-ray. Die sieht so aus. Ist eigentlich nur schwarz, was ich gar nicht schön finde. Da hätten sie noch ein schönes Motiv reinmachen können. Na gut. Einfach nur schwarz. Und hier haben wir den Innendruck. Der sieht auch richtig geil aus. Schöne Aufnahme von Joaquin Phoenix, wie er sich gerade schminkt als den Joker. Also ich habe den Film ja gesehen im Kino und ich war sehr begeistert von dem Film. Ich freue mich jetzt wieder, den Film jetzt diesmal im Steelbook zu haben, in dem Amazon Steelbook, was überall ausverkauft ist und nur noch auf Höchstpreisen verkauft wird. Bei eBay oder Amazon, das ist glaube ich auch schon drin, für 80 Euro oder so. Müsste ich mal gucken. Und ich habe es bekommen für 30 Euro. Das freut mich sehr. Jo, geil. So, dann kann ich ja auch die Banderole wieder drum machen, irgendwie. Aber ich will ihn eh gleich gucken. Ich gucke mir eh gleich nochmal an, aber so würde es dann aussehen. Nochmal richtig reinlegen. So würde es dann aussehen, wenn die Banderole drum ist. Richtig fesches Steelbook. Habe ich jetzt in meiner Sammlung. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich wollte euch das Steelbook zeigen, das ich mir jetzt geholt habe. Für nicht so teuren Preis. Es ist sogar limitiert und ich weiß nur nicht, auf wie viele Stücke es limitiert ist. Da kann man ja überall drauf schreiben. Da kann man ja spekulieren, auf wie viel es limitiert ist. Ich weiß ja nicht. Vielleicht 4.000, 5.000? Keine Ahnung. Da es ja Amazon exklusiv war, vielleicht nicht so viele. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich schalte wieder ein beim nächsten Mal. Ich würde mich wünschen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.